Möchtest du als Freelancer im Internet Kunden gewinnen? Dann ist vielleicht die Plattform Upwork für dich die richtige. Worauf du achten musst, wenn du ein Profil auf Upwork erstellen möchtest, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du als Freelancer Kunden akquirieren möchtest, dann ist vielleicht Upwork die richtige Plattform für dich. Bei Upwork steht immer die Projektausschreibung im Mittelpunkt. Das heißt, Unternehmen, die ein Projekt zu vergeben haben, machen nur offene Projektausschreibung und dann können sich Freelancer, also auch du, auf dieses Projekt bewerben und der Auftraggeber wird sich dann für einen Freelancer entscheiden, der dann den Auftrag bekommt. Das bedeutet, dass zwei Dinge für dich wichtig sind. Und zwar erstens der ganze Bewerbungsprozess. Das heißt, wie akquirierst du eigentlich den Kunden? Wie gehst du eigentlich vor? Wie zeigst du dem Auftraggeber, dass du diesen Auftrag wirklich willst und dass du die richtige Person dafür bist? Und zweitens ist dein Profil unglaublich wichtig, weil natürlich jeder Auftraggeber wird sich erstmal dein Profil anschauen, bevor er dir wirklich das Projekt geben wird. Das heißt, dein Profil ist sowas wie dein Showroom, deine Visitenkarte. Das ist das, was sich jeder Auftraggeber anschauen wird, bevor du einen Auftrag bekommst. Deswegen ist dieses Profil so unglaublich wichtig und du musst auf einige Dinge achten. Da ich selbst einige Jahre auf Upwork aktiv war, kann ich da sehr viel aus eigener Erfahrung sprechen und am besten schauen wir uns einfach mal gemeinsam ein Profil an und wir gehen Stück für Stück gemeinsam durch, worauf es ankommt und dafür nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Wenn du ein Upwork-Profil hast und dich einloggst, dann ist das deine Startseite. Das heißt, du wirst hier oben erstmal nett begrüßt. Good afternoon, Melchior N., also bei euch steht hoffentlich euer Name. Ihr seht dann hier die Jobs, die ihr suchen könnt. Das schauen wir uns aber in einem anderen Video an. Was wir uns in diesem Video anschauen wollen, ist, wie denn eigentlich dein Profil aussieht oder aussehen kann. Ich habe einige Zeit auf Upwork auch gearbeitet und zeige dir deswegen einfach mal mein Profil und dann gehen wir einfach anhand meines Profils einfach mal die unterschiedlichen Elemente durch und ich gehe vor allem auf die Dinge ein, die wirklich wichtig sind, um Kunden zu akquirieren. Du kannst unglaublich viele Dinge einstellen auf Upwork, aber nicht alles hilft dir dabei, auch Kunden zu gewinnen. Das heißt, meiner Erfahrung nach sind einige Bereiche zwar da, helfen aber nicht wirklich und ich möchte hier wirklich darauf eingehen, was wirklich wichtig ist, um Kunden zu akquirieren. Und der erste Punkt ist ein Bild. Und bitte auch ein Bild, auf dem du zu sehen bist. Ich sehe das bei relativ vielen Freelancern, die halt gar kein Bild drin haben oder irgendein Bild, wo sie nicht zu sehen sind. Und natürlich, ich als Auftraggeber, als Unternehmen möchte natürlich wissen, mit wem ich Geschäfte mache. Und deswegen solltest du auf jeden Fall ein Bild haben, auf dem du gut zu sehen bist. Habe ich hier auch. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, bin aber noch ich und kann man doch noch auch erkennen. Und dann das Wichtigste gleich im Kopfbereich ist deine Job Success Rate. Upwork misst, wie viele deiner Jobs erfolgreich abgeschlossen wurden. Das heißt, jeder deiner Auftraggeber kann ganz am Ende, nachdem ein Auftrag abgeschlossen wurde, entscheiden, ob du diesen Job erfolgreich abgeschlossen hast oder nicht. Und das ist wirklich wichtig, dass sie da auf Ja klicken. Weil wenn ich als Auftraggeber einen Freelancer suche und sehe, dass nur 60% der Jobs, das heißt der Aufgaben, die auch angefangen wurden, auch vernünftig abgeschlossen wurden, dann überlege ich es mir noch dreimal, ob ich wirklich mit dir arbeiten möchte oder ob ich nicht lieber jemanden habe, der auch zu 100% sicher den Job auch erledigt. Und manchmal ist es aber auch so, dass Projekte sich verändern. Manchmal liegt es auch an dem Briefing des Projektes, manchmal liegt es auch daran, dass die Strategie des Auftraggebers sich geändert hat. Das heißt, es gibt ja Situationen, in denen einfach ein Projekt auch nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dann solltet ihr aber bitte ganz dringend eine einvernehmliche Lösung finden, wie ihr das trotzdem für beide Seiten einvernehmlich abschließen könnt, dass ihr trotzdem noch sagen könnt, okay, dieser Job war erfolgreich. Das ist wirklich wichtig. Das ist tatsächlich bei vielen Freelancern das K.O.-Kriterium und der Grund, warum sie keinen Job finden, auch wenn der Rest vollkommen in Ordnung ist. Dann ein wichtiger Punkt ist die Headline und der Beschreibungstext über dich. Ich klappe das mal aus, das kannst du ja ausklappen. Und startet mit der Überschrift. Ich habe mich jetzt hier genannt Marketing Strategy Community Manager SMM, also Social Media Marketing und Digital Marketing. Hier habe ich einfach die Keywords reingeschrieben, zu denen ich gefunden werden möchte. Weil wenn jemand Marketing Strategy sucht und einen Freelancer dazu sucht, möchte ich möglichst weit oben auftauchen. Wenn jemand einen Community Manager sucht, auch dann möchte ich relativ weit oben auftauchen. Deswegen ist es wichtig, dass du wirklich deine Keywords, für die du gefunden werden möchtest, immer wieder verwendest. Und das siehst du auch in der Beschreibung. Und hier geht es ein bisschen darum, dich anzupreisen. Das ist ein Werbetext. Natürlich solltest du hier jetzt nicht lügen, aber du kannst ruhig, also kannst dich ruhig bewerben. Hier ist nicht der Ort, um bescheiden zu sein. Hier musst du wirklich dich anpreisen und was du wirklich richtig gut machen kannst. Und idealerweise auch ein bisschen optisch hervorheben. Ich habe das gemacht durch so Emojis, die ich reingebaut habe. Machen viele nicht,
aber gerade man sieht das, man fängt sofort an irgendwie zu lesen. Man hat Bullet Points, man hat ein bisschen Farben und ich fange auch direkt an mit einem Stern. Das heißt, diesen Abschnitt, den sieht man nämlich auch in der Vorschau. Das heißt, wenn ich mich auf ein Projekt bewerbe, sieht man hier direkt die Farben und dadurch springt mein Profil einfach mehr ins Auge als andere Profile und du könntest das genauso machen. Schau dir das gerne an, ich verlinke dir mein Profil auch einfach unten in der Videobeschreibung, deswegen guckst du dir einfach an, kopier es auch ganz gerne, ich bin selbst ja nicht mehr aktiv auf Upwork. Aber den Aufbau hier mit einem Teaser-Text, dann Bullet Points und dann ein bisschen mehr Beschreibung, warum das gut ist, mit dir zusammenzuarbeiten, diesen Aufbau, den kannst du auf jeden Fall für dich auch übernehmen. Was außerdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wo natürlich viele Unternehmen draufschauen, ist dein Stundensatz. Hier steht jetzt $80 pro Stunde. Das bedeutet nicht, dass du nicht auch andere Projekte annehmen kannst und auch zum Beispiel auch niedrigpreisigere oder hochpreisigere Projekte machen kannst. Das Ding ist aber, diesen Stundensatz, den sehen die Auftraggeber, wenn du dich um ein Projekt bewirbst. Es ist relativ schwierig, wenn du $80 in dein Profil schreibst, anschließend $150 die Stunde zu verlangen. Weil warum sollte jetzt ein Auftraggeber fast doppelt so viel bezahlen, wie das, was du im Profil schreibst? Auf der anderen Seite hilft es hier eher, so ein bisschen mehr einzutragen, als du tatsächlich verdienen möchtest. Weil wenn du $80 reinschreibst, und dann ein Angebot machst über $60, dann siehst du aus wie ein Schnäppchen. Natürlich wirkt das auch ein bisschen komisch, wenn du $80 reinschreibst und dich dann aber für $20 versuchst irgendwie zu verkaufen. Auch das ist schwierig. Dein Stundensatz, den du hier reinschreibst, der sollte tendenziell ein bisschen über dem sein, was du tatsächlich verlangst, wenn es deutlich drüber ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier $150 reinschreiben würde und damit immer der teuerste bin, der sich auf jedes Projekt bewirbt, dann führt das meistens dazu, dass ich halt nie ein Gespräch habe mit dem Auftraggeber, was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist und für mich vergeudete Zeit und Arbeit ist und deswegen hier wichtiger Hinweis, ein bisschen höher ansetzen als das, was du verdienen möchtest, aber niemals komplett höher und bitte niemals niedriger als das, was du eigentlich verdienen möchtest. Und dann kommen wir wirklich zu dem allerwichtigsten Bereich überhaupt auf deinem Upwork-Profil und zwar deine Arbeitshistorie. Das heißt, welche Projekte hast du auf Upwork in der Vergangenheit schon umgesetzt? Das heißt, welche Projekte, also was war der Titel der Tätigkeit, welche Bewertung hat dir dieser Kunde gegeben und welches Feedback, also welches Testimonial hat dir dieser Kunde gegeben. Du siehst außerdem übrigens immer, wie viel Umsatz du mit dem Projekt gemacht hast, was du pro Stunde abgerechnet hast, wenn es pro Stunde bezahlt wurde und wie viele Stunden das waren. Das heißt, hier kann jeder Auftraggeber sehen, welche Arbeit du in der Vergangenheit gemacht hast, welches Zeugnis dir ausgestellt wurde und wie viel du da eigentlich verdient hast. Diese Art der Transparenz ist natürlich ehrlicherweise manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn du da eine gute Reputation hast, dann kannst du eigentlich fast alles andere vergessen, dann wirst du Jobs bekommen. Und man sieht das hier auch so ein bisschen, ich habe jetzt auf dem vorletzten Job kein Feedback bekommen, das heißt keine Sternebewertung, aber auch kein geschriebenes Feedback und auch das sieht gleich irgendwie weniger gut aus als zum Beispiel dieser Job oder dieser Job. Es lag so ein bisschen daran, dass das zwar ein offener Vertrag war für jahrelang und dann habe ich den beendet von meiner Seite. Ich glaube, dieses Unternehmen, für das ich da gearbeitet habe, das war gar nicht mehr aktiv auf Upwork und deswegen habe ich nie eine Bewertung bekommen. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen schade und ärgert mich auch so ein bisschen, weil das ja, weil es sieht nicht gut aus, so an zweiter Position, obwohl eigentlich alles gut lief auf diesem Projekt. Es war halt nur lange inaktiv und offen. Und was auch wichtig ist bei deinen Projekten, das sollten alles Projekte sein für deine Expertise. Man sieht es, ich habe hier reingeschrieben, ich mache Marketingstrategie, Social Media und so weiter. Ich habe das hier nochmal aufgeführt, dass ich Social Media mache. Und wenn man hier mal durchscrollt, ich habe hier Marketing Consultant gemacht, hier habe ich Social Media Manager gemacht. Da habe ich mal was anderes gemacht. Hier habe ich nochmal Social Media Management gemacht für Deutschland. Dann nochmal Social Media Marketing. Dann habe ich mal Werbeanzeigen geschrieben. Auch das liegt im Bereich Marketing. Dann habe ich Social Media Manager für Deutsch und Englisch gemacht. Dann habe ich Xing, ist auch eine Social Media Plattform und so weiter. Ihr seht das, Community Wachstum. Das heißt, ich habe wirklich in dem Bereich auch Reputation. Und wenn ein Unternehmen jetzt nach einem Freelancer sucht und sieht im Titel, okay, der kann Marketingstrategie und ist Social Media Manager, macht Community Management, dann soll alles darunter bitte die gleiche Geschichte erzählen, inklusive deiner vorherigen Jobs. Und bei mir kann sich jedes Unternehmen, was eine Beratung im Bereich Social Media Management und Community Management sucht, sicher sein, dass ich davon Ahnung habe, dass ich schon erfolgreiche Projekte umgesetzt habe und dass die Kunden immer glücklich waren mit mir. Und
ja, warum sollte man mich dann jetzt nicht hiren? Und das bedeutet dann natürlich auch, dass ich mehr verlangen kann pro Stunde. Natürlich hat man das am Anfang nicht, das heißt, man sollte auch die anderen Felder ausfüllen. Und hier ist zum Beispiel wichtig die Testimonials, die du von anderen Kunden bekommen kannst. Das heißt, wenn du schon länger selbstständig bist, aber noch nicht auf Upwork aktiv warst, dann kannst du hier auch nach Testimonials fragen. Das heißt, du kannst auch Kunden außerhalb von Upwork eine E-Mail oder eine Nachricht schicken und sie um ein Testimonial bitten, dann hast du hier wenigstens irgendwelche Testimonials. Hilft dir auf jeden Fall, gerade wenn du neu auf Upwork bist. Außerdem kannst du, wenn du bestimmte Zertifikate hast, Bescheinigungen hast und so weiter, kannst du hier alle einfügen. Und du kannst deine frühere Arbeitshistorie als Angestellter auch noch eintragen. Wichtig an dieser Stelle, hier geht es nicht darum, lückenlosen Lebenslauf aufzulisten. Das heißt, hier musst du bitte nicht deinen Kindergarten und die Grundschule eintragen oder was du sonst zwischendrin mal ganz anderes gemacht hast. Ich habe in meinem Leben auch schon mal gekellnert. Das hat hier aber nichts zu suchen, weil hier möchte ich Social-Media-Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, alles, was ich hier reinschreibe, sollte irgendwie unterstreichen, dass ich Ahnung habe von Social Media und dass ich Ahnung habe vom Beraten. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich war bei Pergens, das ist übrigens meine eigene Agentur, Community Manager und der Inhaber. Und hier habe ich dazu geschrieben, was ich denn da genau gemacht habe. Ich war bei KPMG, das habe ich reingeschrieben, weil es ein bekannter Name. Da habe ich zwar keine Marketingberatung gemacht, aber ich war Business Consultant. Das heißt, auch das habe ich hier reingeschrieben. Und ich war bei der Steuer-Azubi, war ich Community Strategist und Content Marketing. Das heißt, auch das unterstreicht, dass ich Ahnung davon habe. Das heißt, auch ohne Projekte auf Upwork kann ich dir zeigen, ich habe schon einige Jahre Erfahrung gemacht. Und dann kannst du noch Other Experiences, das heißt sonstige Erfahrungen eintragen. Ich persönlich war zum Beispiel im Vorstand vom Bundesverband für Community Manager und Social Media Manager und das unterstreicht natürlich auch, dass ich Ahnung davon habe und dass ich da auch ein Netzwerk habe und dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Deswegen habe ich das auch nochmal hier reingeschrieben. Dass ich jetzt vielleicht Zeugwart oder Platzwart beim örtlichen Fußballverein war, ist vielleicht ganz nett, hat aber jetzt hier nichts zu suchen, weil es mir nicht dabei helfen wird, einen Kunden zu akquirieren. Deswegen habe ich das weggelassen. Mal abgesehen davon stimmt es auch überhaupt nicht, deswegen wäre es sowieso hier fehl am Platz. Eine Zusammenfassung von deinem ganzen Profil siehst du übrigens auch noch auf der linken Seite. Hier siehst du auch nochmal die Gesamtumsätze, die du mit dem Profil gemacht hast. Übrigens nicht nur du, sondern auch deine Kunden, wie viele Projekte du umgesetzt hast und wie viele Stunden du insgesamt auf dieser Plattform gearbeitet hast. Wichtig, das sind nur die Projekte, die nach Stunden abgerechnet werden. Das heißt, überall, wo du einen Pauschalpreis hast, also einen Projektpreis hast, die fließen hier natürlich nicht rein, weil Upwork in den Fällen natürlich nicht weiß, wie viele Stunden du da tatsächlich gemacht hast. Und hier kannst du noch ein paar Angaben machen zu deinen Sprachkenntnissen und so weiter. Und wenn du einen guten Job machst, dann sammelst du ja Reputation und so weiter. Was aber interessant ist, dass große Auftraggeber ihren eigenen Talent Cloud, das heißt so einen Pool aus Freelancern haben, von denen sie wissen, die sind auf jeden Fall gut, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und wenn du eine Weile auf Upwork aktiv bist, dann wirst du diesen Talent Clouds von großen Unternehmen hinzugefügt. Und das ist sehr, sehr attraktiv, weil dadurch wird es sehr viel einfacher, Kundenprojekte auf Upwork von diesem Unternehmen zu bekommen. Und ich persönlich habe wirklich mit großen Unternehmen auf Upwork gearbeitet. Manchmal bin ich selbst überrascht, welche großen Unternehmen tatsächlich auf Upwork aktiv sind. Hier seht ihr eins, SunPower. Das heißt, ich bin in der Talent Cloud von SunPower. Das heißt, wenn SunPower für Marketing Freelancer sucht, dann werde ich ganz oben vorgeschlagen und sie sehen, okay, mit dem haben wir schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. SunPower baut so Solarpaneele, die sitzen in Kalifornien, das heißt auch weltweit tätig und einer der Weltmarktführer in dem Bereich. Ich habe aber zum Beispiel auch für Klarna gearbeitet oder für Magna, beides große Konzerne, die ich beide akquiriert habe auf Upwork. Ich habe zum Teil auch mit denen anschließend noch andere Projekte umgesetzt, außerhalb von Upwork, aber diese Unternehmen habe ich alle auf dieser Plattform kennengelernt. Deswegen unterschätzt das nicht, Upwork hat wirklich große Auftraggeber und ich weiß, dass es viel Arbeit ist, dieses Profil auszufüllen, aber wenn du das erstmal aufgebaut hast, dann wird es wirklich sehr, sehr einfach, Kunden zu akquirieren. Und am Ende meiner Tätigkeit da war es sogar so, dass ich regelmäßig von Unternehmen angeschrieben wurde, die gefragt haben, ob ich Kapazitäten habe, für sie zu arbeiten. Das heißt, wenn du das eine Weile machst und eine gute Reputation hast, dann bewerben sich die Auftraggeber bei dir und nicht mehr andersrum. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich den ersten Einblick darüber geben, wie dein Profil als Freelancer auf Upwork aussehen sollte. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.
Übrigens ist dieses Video auch ein Teil einer längeren Videoreihe, also einer ganzen Playlist, in der wir erklären, wie du als Freelancer auf Plattformen Kunden generieren kannst, wie du online dein Geld verdienen kannst und was du dabei bürokratisch beachten solltest. Diese ganze Playlist, die verlinke ich dir einmal hier oben rechts. Und dieses Video ist übrigens ein Teil einer Initiative und in dieser Initiative wollen wir ukrainischen Freelancern zeigen, wie sie in Deutschland und in Europa Kunden akquirieren können und so ihren Lebensunterhalt finanzieren können und worauf sie dabei bürokratisch achten müssen. Zu diesem Zweck haben wir auch eine Telegram-Gruppe erstellt. Die verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn du da direkte Hilfe brauchst oder direkte Fragen hast, dann komm da gerne rein. In dieser Gruppe beantworten wir gern all deine Fragen auf Englisch oder Ukrainisch. Das ist übrigens auch der Grund, warum es dieses Video auch auf Englisch und Ukrainisch gibt. Die beiden anderen Videos verlinke ich dir einmal hier und einmal hier.